Also ich glaube, wir haben schon eine Mehrzahl an Chancen gehabt, hätten durchaus auch mehr als ein Tor machen können. Von daher gehen wir so ein bisschen unzufrieden aus dem Spiel raus. Und da fehlt uns ein bisschen Effektivität, damit wir das irgendwie, damit wir es heute gewinnen können. Ja, heute hat irgendwie die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt und ja, wieder ein unnötiges Gegentor kassiert und dann spielst du hier nur 1-1. Ja, klar, Respekt. Die stehen auch ganz vorne. Wir wissen, was uns da erwartet. Die haben eine gute Mannschaft. Aber ich glaube, die auch. Und wir haben uns auch in der ersten halben Stunde schon die ersten Chancen rausgespielt, die man schon hätte nutzen können. Das war so ein bisschen so ein Abtasten, wer steht wo. Das stimmt schon. Da steht es auch lange 0-0. Ärgerlich, dass wir dann mit 0-1 schon in die Pause gehen. Das muss nicht sein. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, ist egal wo. Und dann muss auch mal Norderstedt drin sein. Ich habe nicht genau gesehen, ob der im Aus war oder nicht. Aber Steffo holt den Ball super, spielt den quer. Ich komme nicht ganz ran. Torwart traut sich wahrscheinlich nicht rauszukommen, weil er denkt, ich komme ran und will den Ball halten. Und dann haben wir Glück, dass Jason da steht und ihn reinschieben kann. Das stimmt. Da waren ein paar Abstimmungsprobleme. Das muss man besprechen. Sich hinterher nochmal anschauen, vielleicht auch im Video. Und das irgendwie für nächstes Mal dann klären. Dann können wir die Situation auch locker bereinigen. Das ist ärgerlich. Und letztendlich hindert einen das auch daran, dass man mal mit einem dreckigen 1-0-Sieg irgendwie nach Hause geht, aber das sollte doch nicht sein. Ecke wird am ersten Pfosten verlängert und dann am zweiten Pfosten läuft einer rein. Ja, so haben wir es eigentlich auch in der Videoanalyse gesehen, aber es ist schwer zu verteidigen. Also ein Punkt ist im Endeffekt nicht zu wenig, wenn man sieht, wo Teutonia steht und wo wir jetzt auch zuletzt standen. Wenn man sich das Spiel anschaut, auf jeden Fall. Klar, dann wollen wir auch gerne 3 Punkte mitnehmen. Das ist so ähnlich wie letztes Wochenende auch schon. Da gehen wir auch mit einem Punkt weg und denken, ah, das hätte man vielleicht auch gewinnen können. Dann müssen wir wieder hinkommen und nächste Woche dann auf jeden Fall 3 Punkte in Heide holen. Ja, am Ende haben uns die Ideen gefehlt, nach vorne nochmal zu kommen. Ich finde, wir haben die letzten 5 Minuten nochmal alles versucht, nach vorne zu werfen. Hat halt nicht sein sollen.